Simon, wusstet ihr, dass die Zunge die hitzebeständigste Organ ist unseres Körpers? Die Feuerspucker sind das beste Beweis, die spucken Feuer, ohne sich zu verbrennen. Das zweite Beispiel ist, die Zunge kocht mal viel, viel länger als zum Beispiel Fleisch. Das wusste ich schon länger, da wir schon Lava auf Fleisch gegossen haben. Das war heftig, Leute. Habt ihr gesehen, wie das Fleisch zusammengezuckt ist? Das liegt an der Hitze, Leute. Im Lava sein Steak zuzubereiten ist das Beste, Leute. Wir haben mit meinem Freund gewettet und er meint, dass man Zunge nicht in Lava anbraten kann. Er hat das irgendwo gelesen. Das glaube ich ihm nicht. Im Lava kann man alles anbraten bis zum Verkohlen. Also, das ist meine Meinung und wenn ihr das meint, dann lasst uns das klären. Klickt auf Like und auf die Glocke und wir machen weiter. Wie ich das schon gesagt habe, ich habe mal Fleisch in Lava angebraten. Das war super. Das habe ich bewiesen. Außerdem habe ich das auch mit meinem alten Schmelzofen gemacht. Dieser Ofen kann Sachen auf 1500 Grad erhitzen. Hier kann ich zum Beispiel 10 Kilo glühende Lava herstellen. Da passen 10 Kilo Kupfer rein. In meinem neuen Ofen kann ich alles anbraten, was ich will. Das habe ich auch so gemacht. Schweinehaut war zum Beispiel das stabilste, was ich bis jetzt gemacht habe. Aber das konnte Lava nicht widerstehen und wurde genauso angebraten wie alle anderen Sachen. Seht ihr das? Ich habe das einfach drauf gegossen und das wurde angebraten. Hier, man sieht sogar das Loch. Also ich glaube nicht, dass irgendeine Zunge mein Lava widerstehen kann. Also mein Freund meint, dass man Zunge nicht in Lava durchbraten kann. Wir haben uns zwei verschiedene Zungen gekauft. Schweinezunge und eine Rinderzunge. Also wenn ihr euch ekelt, dann schaut das Video bitte nicht mehr weiter. Das ist ein ganz normales Produkt, das könnt ihr beim jeden Metzger kaufen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn einer von euch schon mal so eine gekochte Zunge probiert hat. Also ich persönlich mag es gerne. Ich werde zwei verschiedene Experimente durchführen. Als erstes gieße ich Lava einfach auf die Zunge drauf. So wie zum Beispiel auf Vakuumman. Ja, da ist es auch rausgekommen, dass so ein Vakuumman einfach nicht brennt. Das war cool zu wissen. Als zweites will ich die Zunge komplett in Lava reinstecken. Wer es nicht weiß, wir haben schon mal sowas ähnliches mit einer Schweinepfote gemacht. Das war ein cooles Experiment. Also, so eine Pfote wurde richtig durchgebraten. So eine Hühnerpfote war sofort verkohlt. Was unterscheidet sich die Haut von der Zunge und die Haut zum Beispiel von einem Fuß? Wer weiß es? Schreibt mir in die Kommentare. Bis unser Ofen Lava zum Glühen bringt, mache ich mir langsam Sorgen. Vakuumman hat nicht gebrannt, aber auch Armstrong hat nicht gebrannt. Armstrong hat sich echt Mühe gegeben, er hat sich widersetzt, aber er hat nicht gebrannt. Die Zunge ist mit so einem Schleim überzogen. Wird das brennen? Oder bildet sich da so eine Kruste? Vielleicht so, wenn man einen Arm in flüssigen Stickstoff reinsteckt. Also wenn man den Arm nur für ein paar Sekunden in flüssigen Stickstoff steckt. Es gibt sogar so ein Video, wo ein Typ in Lava seine Hand reinsteckt. Der hat sich anscheinend nicht verbrannt. Also ich meine, dass das ein Fake ist. Was die Zunge angeht, die Zunge ist ja schon lange nicht mehr am Leben. Die produziert auch keinen Schleim mehr. Also ich denke, das wird so 50-50 sein. Wie immer haben wir alle Sicherheitsmaßnahmen eingehalten und haben unsere Schutzkleidung angezogen. Brille und so eine Schürze darf nicht fehlen. Draufgießen werden wir das aus einer sicheren Entfernung. Das Kupfer ist komplett geschmolzen, das ist nicht nur heiß, das köchelt regelrecht. Langsam holen wir es raus. Boah, das ist wirklich schwer. Ich ziele am besten. Ich versuche es alles auf einen Fleck zu gießen. Und los geht's, Leute.
Boah, das war schwer, Leute. Ich habe so viel Lava drauf gegossen. Es konnte einfach nicht ausgehen. Es ist alles an den Seiten runtergeflossen und sammelte sich unten an der Zunge. Die Zunge wurde von der Seite und von unten angebraten. Wir kratzen ein wenig Kupfer ab und legen die auf die Zunge drauf. Ganz schön viel Lava wurde auf die Zungenoberfläche draufgegossen. Er müsste jetzt durchgebraten sein. Zumindest an der Stelle, wo ich Lava draufgegossen habe. Lasst uns das überprüfen. Also, der sieht wirklich angebraten aus, aber ich habe irgendwie... Lasst uns mal nachschauen. Wir schneiden den mal auf. Ich bin echt schockiert. Wie ist das möglich? Ihr seht doch alles selbst, oder? Unter der Haut gibt's gar keine Anzeichen, dass die Zunge irgendwie durchgebraten ist. Wenn man bedenkt, dass die Zunge sich am schnellsten regeneriert. So eine Verbrennung kann auch heilen, Leute. Also irgendwie will ich bei dieser Wette nicht verlieren, Leute. Also lasst uns mal was anderes ausprobieren. Ich werde jetzt Zunge einfach in Lava stecken. Ich werde den jetzt direkt in Lava anbraten und werde nicht einfach Lava daneben gießen. Also, wir können auch abstimmen. Wer also für die Zunge ist und meint, dass die Zunge nicht angebraten wird, der schreibt Hashtag Zunge. Und wer meint, dass Lava gewinnt und die Zunge komplett durchbrät, der schreibt Hashtag Lava. Ich will auf jeden Fall gewinnen und deswegen werde ich für Lava sein. Wie es wirklich sein wird, weiß ich nicht. Lasst uns mal anfangen. Wir holen die Lava raus. Oh, die ist wirklich schwer. Heftig, Leute, habt ihr das gesehen? Ich hab die Zunge wirklich nicht geschont. Ich wollte nämlich gewinnen und hab die so lange drin gelassen. Die Zunge ist jetzt total verkohlt. Das ist aber noch kein Beweis, dass die Zunge durchgebraten ist. Lasst uns die Zunge aufschneiden und nachschauen, wie es drinnen aussieht. So, irgendwie klappt das nicht. Die Haut ist ziemlich dick. Wir kratzen erstmal das Verkohlte weg. Wie, Leute, wie? Wie kann das sein? Ich habe verloren, die Zunge wurde nicht durchgebraten. Die Zunge wurde wirklich nicht durchgebraten. Ich habe die Wette verloren. Leute, was glaubt ihr, warum das so ist? Schreibt mir in die Kommentare. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es doch. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Teilt das Video mit euren Freunden. Abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen. Und bis bald.